Hallo, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute. Ihr Lieben, als ich heute Morgen die Tageslosung gelesen habe, da hat sie mich zuerst mal ein bisschen traurig gemacht. Die Losung heute stammt aus dem 5. Buch Mose, 29, Vers 17. Und da sagt Gott zu Israel: Lasst unter euch keine Wurzel aufwachsen, die Gift und Wermut hervorbringt. Also in unserer Sprache ausgedrückt: Lasst nicht zu, dass eure Beziehungen zueinander vergiftet werden. Und ich denke, wenn ich das lese, das ist doch längst passiert, oder? Die Beziehungen zueinander unter uns, die sind doch schon längst vergiftet. Diejenigen, die vor einer tiefen Spaltung unserer Gesellschaft gewarnt haben infolge der Corona-Krise, die haben recht gehabt. Die Beziehungen sind vergiftet. Die Menschen untereinander gespalten wie schon lange nicht mehr. Die einen machen sich lustig über die, die sich sicherer fühlen, wenn sie Masken tragen. Die anderen verurteilen die, die sie nur tragen, wenn es unbedingt nötig ist. Die einen schauen auf die herunter, die sich impfen lassen und nennen sie Dummschafe oder Versuchskaninchen. Die anderen freuen sich gar nicht mehr nur klammheimlich, sondern ganz offen über den Ausschluss der Ungeimpften aus dem gesellschaftlichen Leben und würden sie am liebsten gleich in Lager stecken. So viel Hass, so viel Gift auf beiden Seiten. Ja, die Beziehungen untereinander, die sind vergiftet und wir haben das zugelassen. Als Lehrvers zur Losung, da haben die Herrnhuter ein Bibelwort ausgesucht, das mir fast wie ein Rezept dafür erscheint, wie wir da wieder rauskommen können aus dieser Spaltung. In 1. Thessalonicher 3,12, da schreibt Paulus: Euch lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Die Liebe zu jedermann empfiehlt Paulus. Wir brauchen dringend Menschen, die versuchen, genau das zu leben. Weil Jesus uns liebt und weil Jesus uns wachsen lässt im Glauben, egal ob wir geimpft oder nicht geimpft, genesen oder krank oder gesund oder sonst was sind, darum können auch wir lieben. Liebe zu jedermann. Für mich heißt das: Ich will in dir meinen Mitmenschen sehen. Mein Bruder, meine Schwester und nicht den Geimpften oder die Ungeimpfte. Ich will in dir den Mitmenschen sehen und einfach allen mit gleichem Respekt und mit gleicher Achtung begegnen, egal ob sie die Dinge rund um Corona nun so sehen wie ich oder ganz anders. Und egal, ob sie ihre Impfentscheidung so treffen wie ich oder anders. Einfach den Mitmenschen sehen. Wollen wir das versuchen, ihr Lieben? Ich fände das gut. Wollen wir versuchen, ineinander den Menschen, den Freund, die Freundin, den Bruder, die Schwester zu sehen und diese Spaltung, unter der wir alle leiden, einfach nicht mehr mitzumachen? Das wünsche ich mir. Ich wünsche dir einen guten Tag. Sei behütet, sei gesegnet, pass gut auf dich auf, pass auf deine Liebsten auf und bis morgen.